entstand diese Idee, dieses Porzellankind, wie ich es nenne, als sein Genie auf die Bühne zu bringen und ihm dann auch die Musik zu lassen, die geniale Musik. Aber der Mensch als Mensch, so wie wir ihn heute sehen, zu zeichnen. Und als ich diese Idee Silvester gab, sagte er, ja, wenn das so ist, dann können wir über Mozart auch ein modernes Musical machen. Wo er mir erzählt hat, die Idee, und wo er sagte, er stellt sich das Porzellankind vor und die Musik, die göttliche Musik von Mozart in kleinen Zitaten immer bringen mit dem kleinen Kind, da habe ich gesagt, sehe ich eine Möglichkeit, dass ich für Wolfgang dann den dramatischen Stoff dann vertone. Mein Gott, ich bin am Ende mit meinem Griechisch und Latein. Mein Verstand läuft gegen Wände, was ich sehe, sehe ich nicht ein. Wieg, es möglichst sein, gerechter Gott, ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Kritik. Wieg, es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhellen soll, besiegt von Zauber. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal mit der Musik von Mozart in Berührung gekommen bist? Also das ist bestimmt sehr früh, weil meine Eltern haben mal gelesen, während der Schwangerschaft ist es sehr gut, dass das Kind mal ein bisschen klassische Musik hört. Und es hat genützt. Anscheinend. Und wenn da Mozart bei war, ich keine Ahnung, aber bestimmt. Bestimmt. Ich bin Vater und Piano, Tanz und Fantasie. Ein Mensch und ein Genie. Ich bin Musik. Und ich hoffe, dass man